das ist Frühling. Es kommen so schöne Sachen. Also die, alles fängt an zu blühen. Die schönen Sachen von Setzi kommen natürlich auch. Aber es war richtig, richtig schön draußen. Und ich habe Luca vorhin noch kurz abgeholt und jetzt wollte er gleich zu einem Spielkameraden im Nachbarsdorf. Und da habe ich den da gerade spontan hinbracht. Nur eineinhalb Stunden haben sie zwar Zeit, aber besser als nichts. Und dann habe ich gedacht, komm, ich nutze das. Dann komme ich schnell live, packe das zusammen aus, weil mein Schatz ist ja die Woche im Fernverkehr. Dann, wenn ich ihn Luca hole, habe ich voll und ganz Zeit für ihn. Ich hätte es jetzt sonst morgen verpackt, aber habe gedacht, ich komme jetzt schnell rein. Weil ich war ja schon den ganzen Tag heute draußen unterwegs, habe mir heute freigenommen, mit meiner Freundin getroffen und habe alles andere abgesagt, meine Termine, wo ich eigentlich gehabt hätte Vormittag. Das Wetter war so schön und es hat so gut getan. Und ja, vielleicht setze ich mir auch noch mein Buch kurz noch raus, aber ich habe gedacht, wir packen zusammen aus, dann ist schon mal auspackt und ich kann dann weiter kuscheln, wenn der Kleine dann schläft oder morgen in der Früh. Und mal gucken, was das so kommt. Ich glaube, das war jetzt die letzte Bestellung. Ich glaube, es kommt gerade aktuell sonst nichts mehr. Es war gerade nur eine Sammelbestellung und meine Special mit dem Frühjahrsputz. Mit dem Frühjahrsputz. Ich glaube, dass das da mit dabei sein müsste. Es ist mal alles mitgekommen. Das ist ja immer schon das Wichtigste für mich jedenfalls. So. So. Ja. Und dann machen wir einfach ein kurzes, schnelles Unboxing und Money. Guck mal, mein Lappe bei meinem Riesending. So, und zwar, ich hole zuerst alles raus. Ihr kennt es ja. Zuerst nochmal alles raus und dann quatschen wir noch kurz. Es sind nur ein paar Sachen, also. Hier. Dann schafft alles wieder hier rein. So, oh, heute ist schon gar keiner drin. Und ich habe gedacht, ah, Nachmittag, coole Uhrzeit, da haben wir andere Zeit als wie immer ich mit Vormittag, wo die anderen arbeiten sind. Aber egal, dann wird es eine schnelle Runde, hoffentlich. Genau, jetzt gucken wir mal. Und zwar wurde aus der Schatztruhe bestellt die Pink Champagner. Die war für eine Kundin, die ist nur in der Schatztruhe und die ist so richtig schön gesprenkelglitzerig, leicht aprikosrosa Farben, richtig schön. Und ja, das ist für meine Kundin. Dann gibt es nochmal Glühbirnen, einmal orangene und einmal normale 20 Watt ohne Farbe und dreimal sind die in orange, dass man sie wechseln kann. Schön, orange finde ich. Von allen Glühbirnen ist Orange meine Lieblingsfarbe, weil die einfach schönes, warmes, gemütliches Licht macht. Finde ich voll toll. Dann haben wir hier Counterclean und Bad. Warte, ich guck mal. Badreiniger. Also wir haben hier Counterclean und Badreiniger. Zweimal Banana Leaf and Bamboo. Also das ist der ganz, ganz neue Duft. Der ist mega, kann ich euch nur empfehlen. Also der ist richtig, richtig gut. Der ist schön frisch. Der hat nur, glaube ich, ein bisschen... war da nur Birne drinnen oder Palmenblätter? Also ich fand, der war einfach richtig, richtig frisch, wie Pflanzenextrakte, also mit dem Bambus wahrscheinlich. Und ja, also ein ganz, ganz toller, schöner, neuer, frischer Duft, der nicht nur nach Zitrus oder sonst was riecht, sondern wirklich in die frische Richtung geht, Pflanzenextrakte. Und ich meine, der hat irgendwie Birne und irgendein gewisses Etwas war noch mit dabei. Also den fand ich mega. Den kann ich absolut empfehlen. Und dann haben wir hier, den kann ich auch, wer gern frische Düfte mag, ist der Daydream Oasis, den fand ich auch immer schon ewig lange oder seit es ihn gibt, habe ich einmal austestet und immer wieder bestellt, weil der einfach toll ist. Da auch den Badreiniger, da sind so viele total begeistert. Seit die den einmal geholt haben, holen die den eigentlich immer wieder. Und der Counterclean, der ist der macht mit jedem Wischen eine schöne Schutzschicht, da fällt weniger Staub und Schmutz an und das ist mega. Also richtig cool, da hast du dann nur weniger Arbeit, weniger Putzen. Vegan und tierversuchsfrei ist das alles. Natürlich auf Zitronensäurebasis und ja, richtig toll. Also es macht einfach Spaß zu putzen, weil es einfach toll riecht. Kein 0815 Discounter-Ding ist, der macht sauber und duftet toll. Also richtig schön und dann natürlich ist ja auch mal gut, wenn es nur ist.
Dann haben wir hier noch einen Konzentrat, den Scarlet Sunflower. Der ist wirklich mit Sonnenblumen. Das hat so was ganz Angenehmes und wie wenn die Sonne reinscheint, so ein schöner Sommertag. Also so ein schöner, warmer Sommertagduft mit leckerem Apfel dabei, nur so ein bisschen was knackig Frisches. Das gewisse etwas, also wenn ihr so was Schönes, Angenehmes, Sommerliches wollt und nur ein Apfel dabei sein darf, dann müsst ihr unbedingt Scarlet Sunflower austesten. Also der ist auch mega. Und bei dem Konzentrat kriegt ihr ewig viel zusammen. Das steht dann auch hinten dran, wie viel da reinkommt. In den meisten Sommer ein so eine Daumenbreite oder so tue ich rein und dann mache ich mit dem Wasser voll. Das reicht für mich immer voll und dann hat man ewig lang was. Also könnt ihr einfach eine schöne Sprühflasche mal holen, wo euch gefällt, Nachwahl, und dann das zusammenmischen. Genau, richtig super. Dann haben wir hier noch ein paar Düfte, also nur ganz wenige Düfte. Dreier Pots, und zwar Aloha Orchid, Make a Splash und Lake My Day. Genau, und der Lake My Day, der ist eher so frischer Duft, frisch geduschter Mann, Duschgel, männlich, maskulin, frisch. Aber auch sehr, sehr frisch. Riecht Lake My Day. Dann haben wir noch den Maker Splash, der ist auch, ihr seht, es kommt überall so die Frische ins Haus. Frische, leckere, saftige Melone. Oh, lecker. Also leckere Melone. Und ganz frisch. Also so schöner, frischer, grüner, frische Luftduft mit leckerer Melone. Und den Aloha Orchid, der ist so ein, das ist so blumig fruchtiger Duft. Wenn man das jetzt riecht, der ist als Pott ja mega. Oh, lecker. Ich glaube, als Pott gefällt er mir sogar noch besser als wie nur als Bar, weil Bar wird es ja auch noch warm macht und der Duft im kalten Zustand ist schon so geil. Der ist auch intensiv, ich glaube, der hält auch richtig gut. Also für das frische Düfte gehen ja eher, aber dieses fruchtige, blumige, also der riecht sehr intensiv jetzt schon hier raus und mega. Der riecht so fruchtig, blumig, der riecht nach Frühling. Lecker, nach Frühling und Sommer so zwischendrin. Richtig geiler Duft. Bin jetzt voll überrascht als Pott. Ich bin gerade, bei mir rattert schon im Kopf. Ich glaube, den muss ich mir merken, den muss ich mir nur bestellen. Da hat sich ein Kunden ausgesucht. Also danke für die Bestellung. Ich glaube, Mari und du warst es, die, wo sich die drei Düfte rausgesucht hat. Voll cool. Also den finde ich echt, also die anderen, aber die kenne ich ja schon. Den finde ich jetzt echt überraschend mega als Pott. Als Pott hatte ich den noch nicht. Ich glaube, der ist vielleicht auch neu. Ich glaube, der ist neu, den hat es uns auch noch gar nicht gegeben. Also kann ich euch empfehlen. Und ich finde auch sehr fruchtig, blumig und auch intensiv genug. Also nicht nur so ganz zart, dezent. Der hat schon was. Dann haben wir hier, ich glaube, oh, das ist schon eine Vatertagskollektion irgendwas. Und ich glaube, ein Dreier-Set Vatertagskollektion, ja, hier. Genau, also da muss ich ein extra Video machen. Das ist, glaube ich, einmal die Vatertagsdüfte. Day on the Field, Open Air Exploring und Black Thai Affair. Ja, wenn es nicht so aufwäscht, ob man das so viel riecht. Oh, den riecht man schon intensiver durch. Maskuline Duftrichtung, Day on the Feld. Also ein Tag am Feld eigentlich. Lass uns mal gucken. Da mache ich ein extra Video. Also die zwei rieche ich schon mal mehr. Alles so die maskuline Duftrichtung, hätte ich gesagt. Den rieche ich noch nicht so viel. Diesen weißen, diesen Black Thai Affair. Also bei der anderen rieche ich mehr raus, aber da ist ja auch das Ding nur dran. Dann machen wir ein extra Video, genau. Dann wurde hier noch aus der Schatztruhe Happy Holy Days ausgesucht. Den haben wir gar nie bestellt. Der riecht... Also der riecht schon frisch, aber auch so ein bisschen maskuline Duftrichtung, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob der was Fruchtiges oder Spritziges, dass er vielleicht Bergamotte drin hat. Oder irgendwas. Muss so mich eher so maskulin... Birne ist abgebildet, ich weiß nicht, irgendwie. Also der ist schon okay, so frisch, ich glaube. Aber der ist nicht so das ganz Fruchtige, so wie ich das voll gern mag oder spritzig. Dann ist hier Lemon Verbena, die gibt es ja leider nur noch als Bar, kein Pott mehr. Mega. Der ist frisch, limettig, zitrisch. Du hast so dieses Limette mit dabei. Ich finde das so ein richtig geiler, frischer Duft. Auch im Sommer finde ich den so richtig schön kühlend, erfrischend. Also der geht immer in jedem Raum. Vor allem auch im Bad ist richtig geil, so schön frisch. Und dann haben wir noch Clean Breeze. Das ist dann eher so ganz sauber, reine,
Ich finde frische Wäscheduft. Frische, sauberer Wäscheduft. Clean Breeze auch sehr intensiv. Genau, dann haben wir hier diese ganzen Sachen hier. Dann haben wir hier noch Round. Ah, genau, dieses Unterteil für die Duftlampen. Den haben meine Kunden schon sehr oft jetzt bestellt. Auch schon mehrere. Diesen Round. Ich habe den selber noch gar nie cool. Ich habe ja die andere mit dem Metallic und diesem Baumstamm mäßig. Und das andere ist ja so auf Frostig Shabby Style gemacht. Und das andere so ein Baumstamm. Und das ist nur so ein kleines, ja, wie so ein kleines Unterteilchen, ein schwarz metallmäßig. Genau der hier ab. Den haben die Kunden schon sehr, 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 sehr oft bestellt. Also scheint wohl richtig gut zu sein. Genau, dann, weil ich habe nichts, ich habe meistens die Kabel hinten runter, darum brauche ich diese ganzen Dinger nicht, wo man Kabel verstecken kann. Einzig ist echt in der Küche, wo ich die Steckdose einer Arbeitsfläche habe, wohin mit dem Kabel? Und da sind die perfekt, da sind die mega, diese Teile, wo kann man dann unten das Kabelsalat verstecken und dann nur einstecken. Dann hast du nur das Stück vom Kabel raus zur Lampe und nicht diesen riesen Kabelsalat. Das ist echt geile Erfindung, was Nancy da gemacht hat. Dann haben wir hier nur eine Wandsteckerlampe, und zwar die Geo. Die ist auch aus der Schatztruhe. Sind gerade alle zum halben Preis. Also wenn ihr günstige Sachen verschenken wollt, jemandem mal eine Freude machen, tollen Duft für zu Hause, es zu Hause noch schöner machen und Freude ins Haus zu bringen, macht sie nichts verkehrt. Das ist so schön bei Sensi. Und dann natürlich mit schonend erwärmt. Ihr habt keine offene Flamme, kein Rauch, kein Ruß. Das ist sicher für Mensch und Tier, gerade wenn ihr Haustiere, Kinder habt. Also ihr habt wunderschöne Deko, Beleuchtung und Duft in einem, also besser geht gar nicht. Und auch das Wachs ist richtig günstig in der Nachbeschaffung, da habt ihr richtig lang was davon. Also da könnt ihr eine schöne große Freude jemand machen. Ich finde es immer schön, anderen das Zuhause noch schöner zu machen. Das ist echt mal was Cooles zu verschenken, was nicht jeder hat und was einfach mal was Besonderes ist. Ihr habt auch lebenslange Garantie auf die Technik, wenn da irgendwas sein sollte. Die ersten 14 Tage kann man das auch zu tauschen oder auch Düfte tauschen oder auch Geld zurück. Also da müsst ihr halt einfach die ersten 14 Tage, die ersten 2 Wochen ist mega, mega kulant, sind sie. Also da einfach Bescheid geben. Ihr könnt es angucken, austauschen und sagen, oh, gefällt mir doch nicht. Kriegt das Geld voll zurück, kostenlosen Retourversand. Da müsst ihr es auch nicht irgendwie den Rückversand oder so zahlen. Also kann ich nur auf tiefstem Herzen empfehlen. Wer das noch nicht kennt, muss Sensi unbedingt mal kennenlernen, ausprobieren. Genau. Und meine Neukunden erhalten dann immer eine schöne Überraschung von mir. So, mal zur Info. Genau. Dann haben wir hier noch einen Diffuser, Mini-Tischventilator. Der funktioniert mit diesen Pots. Da wäre dieser geile, blumig-fruchtige Duft nicht schlecht. Den habe ich erst letztens auspackt im Video. Der war erst beim letzten Video rauskommen. Da habe ich euch ein Video gemacht, wie der ausschaut. Da haben wir verschiedene Farben. Den könnt ihr mit einer Powerbank benutzen. Da könnt ihr schön dekorieren. Osterhäschen, Eierlehrum verstecken oder Moos oder so Strohnestle. Dann sieht man das Kabel auch nicht. Und dann könnt ihr da wirklich eine Powerbank anschließen. Dann könnt ihr es einfach so auf den Tisch stellen. Weil oft hat mir bei Sensi was gefehlt. Ja, Steckdose am Tisch hast du nicht. Mit einer Powerbank finde ich richtig geile Sache. Kannst halt mitten auf dem Couchtisch, mitten im Esstisch oder bei mir im Treppenhaus, wo ich keine Steckdose habe, oder Räume, Bad, wo ihr keine Steckdose habt, oder im Gang, kann man da einfach hinstellen und mit der Powerbank mega geil benutzen. Einfach die Powerbank dann wieder aufladen. Also da habt ihr Duft sofort auf Knopfdruck mit allen Ventilatoren. Bei Duftventilatoren braucht ihr Pots, nennt sich das. Das sind diese Zweierpots. Und bei den Duftlampen braucht ihr die Bars. Das sind diese Wachspackungen. Sensi Bar nennt sich das. Genau, für die, wo das noch nicht kennen. Genau. Also da wurde dann dieser tolle neue Ventilator, echt neu aus diesem Katalog, ausgesucht. Und ja, das dürfen sich meine Kunden dann freuen. Ich werde, wie gesagt, noch diese tollen Frühjahrsputzeimer noch fertig machen. Da war heute schon shoppen. Habe ich da schon besorgt. Also ich war nicht ganz untätig am freien Tag. Freue mich schon, das zusammen herzurichten und denen dann zu sagen, so, jetzt ist fertig. Ich kann es euch losschicken. Da hat man nur was Besonderes, wo der Frühjahrsputz starten kann. Richtig, richtig schön, genau. Und das Starter-Set könnt ihr jederzeit auch holen. Also wenn ihr sagt, ich habe mir das Starter-Set nur geholt, weil ich die Dufttasche da haben wollte für alle Düfte, weil ich Sensi noch gar nicht kann. Und habe ich gedacht, da habe ich ein mega Spar-Set. Komm halt am günstigsten weg. Also ich
ich wollte es nur für mich selber nutzen, komm günstiger ran und habe einfach alles, was ihr zum Starten so braucht. Mein Kennenlernen mit Sensi, meine erste Bestellung war Starter-Set. Und das war alles nicht so geplant, aber das Leben hat was anderes wohl für mich vorgehabt. Und dass ich da mal was finde, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, ein Lächeln ins Gesicht zaubert und die Augen leuchten und das toll duftet und anderen eine Freude machen und das bei denen toll duftet und die zufrieden sind, da bin ich zufrieden. Und ja, das ist schön, wenn man einfach so tolle, geile Produkte hat, wo man dahinter stehen kann, wo man tolles Feedback kriegt und die Kunden halt auch einfach zufrieden sind oder einen dann sogar noch weiterempfehlen. Wenn man das zu Hause einfach noch schöner macht von anderen, ist echt schön. Und ja, dass auch Spaß und Freude und tollen Düften und schöner Deko sowas Tolles entstehen kann, hätte ich jetzt auch mir nie zu träumen gewagt. Bin ja hier auch noch so ein Dorfkind, wo hier halt so nichts Besonderes eigentlich. Aber es macht Spaß. Und genau, also du kannst jederzeit dieses Starter-Set holen. Du hast da keinen Druck, keine Mindestpartys, keine mindestmonatlichen Anforderungen. Einmal im Jahr muss man die Bestellung machen in einem Monat von 295 Euro. Ansonsten fliegt man aus diesem System wieder raus und du kannst dann 11 Monate gar nichts machen. Aber mal, wenn du für dich selber eh mal bestellen willst, komme ich einfach günstiger ran. Das war mein Ding, wo ich dann gesagt habe, ich komme dann günstiger ran. Also soweit habe ich zuerst noch gar nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ich habe die Tasche und habe ein Angebot und kann testen. Und dann später kam es so, oh, da kann ich ja bestellen, da komme ich ja viel günstiger ran. Und das war dann, ja, so ist es dann losgegangen. Und dann habe ich euch mitgenommen, so, jetzt habe ich das bestellt bei Sensi. Ich habe ja Sensi nicht kannt davor. Dann die Ventilatoren mal bestellt und ausprobiert. Und dann habe ich euch echt nur mitgenommen, was ich alles Tolles Neues von Sensi ausprobiert habe, was ich toll fand, was ich nicht toll fand. Einfach alles euch die ehrliche Meinung zeigt. Also ihr könnt das so machen, wie das für euch passt. Ihr müsst es nicht online machen, so wie ich das jetzt mache, dass ich zu sehen bin. Ihr müsst könnt nur für euch bestellen. Ihr könnt aber Homepartys machen, WhatsApp-Partys. Ihr könnt Open-House-Partys, Nachmittags-Kaffeeklatsch zusammenhocken. Also manche, die machen auch nur für sich oder die sagen, ach, ich will es jetzt mal probieren, aber nur so ganz gemütlich, ohne Druck, dass ich sage, du, wenn jemand Interesse hat, komm zu mir vorbei auf einen Kaffee oder auf ein Glas Wasser. Ich zeige dir, wo meine Lampen wirklich auch stehen. Also nicht irgendwas zusammenbauen, einfach da, wo steht, kann man es angucken. Dufttasche her, Düfte schnuppern, schönen Tag zusammen haben. Oder im Sommer lecker Eis essen, Eiskaffee machen und dann Düfte schnuppern. Richtig cool, so kann es jeder gestalten, wie es für ihn passt, wie es einfach ist, wie es Spaß macht. Ohne Druck, ohne Mindestanforderungen oder sonst was. Und vielleicht kann man ja mal dann die Stunden reduzieren, vielleicht kann man schön in Urlaub gehen oder sich was Besonderes gönnen oder einen Tisch oder irgendwas kaufen, was man gerne haben will. Tut sich leichter, den Mann finanziell ein bisschen unterstützen und hat einfach, für mich war dann so das Ausgleich, weil das hat mir dann so Spaß gemacht. Ich habe gesagt, boah, das will ich gerne machen, das macht mir so Spaß. Ich habe da einfach den Ausgleich zum Mama-Alltag, sonst war immer so dieser funktionierende Trott, muss halt Haushalt, Mama, aufräumen, Ehefrau noch sein und irgendwie bist du so voll in diesem Mama-Alltag. Und das war so schön, so ein bisschen Ausgleich für mich zu haben. Und ich wollte das alles nie machen. Also ich habe gesagt, ich mache nie Videos, ich mache keine Partys, ich mache das alles nicht. Und jetzt macht es mir Spaß. Also ich mache nur das, was mir Spaß macht. Genau, so kannst du das eben auch machen. Also, jedenfalls richtig schön, dass ihr mit reingeschaut habt und für alle, die dann später noch ein Replay angucken, voll schön, dass ihr dann immer mit dabei seid. Und wenn ihr sagt, ihr wollt Sensi gerne mal kennenlernen, ich verschicke euch das deutschlandweit. Ihr könnt das einfach eine Woche austesten, ausprobieren. Für die, die sagen, ich will jetzt da nicht wieder irgendwas zurückschicken, ich will es ganz einfach haben, dann schreibt zu mir einfach, dann schicke ich euch einfach eine Duftpost. Die könnt ihr behalten, könnt durch den Katalog stöbern, da hat man was in der Hand, das finde ich immer schön. Düfte schnuppern und manchmal habe ich auch mal einen Textilerfrischer oder einen Badreiniger abgefüllt oder einen Wäscheduft, dass ihr was zum Ausprobieren habt für zu Hause. Und dann könnt ihr es einfach probieren, Textilerfrischer mal die Couch einsprühen, die Schuhe oder Vorhänge, Teppiche, genau. Und einfach mal Düfte schnuppern, so ein kleines Gefühl kriegen, weil ich finde, Sensi muss man erleben, man muss die Düfte riechen, das, wo so Erinnerungen einen hervorruft, das ist immer so faszinierend zu sehen, an was einen die Düfte erinnern, mit Flitterwochenduft, mit an die Kindheit, wo man die Kirschen gegessen hat vom Baum, so einen leckeren Kirschduft, dieser Simply Black Cherry, richtig saftige Kirschen, wo man dann schon so
gekriegt hat. Oder Blackberry Orange Marmalade. Oh, leckere Marmelade, wie frisch gekochte Marmelade, wo man dann immer so frische Marmelade dann kriegt hat mit so einem Zopf. Also es sind halt laute Erinnerungen nach Sommer, nach Urlaub, nach Freiheit, beide sie. Da haben viele gesagt, boah, das riecht wie bei unserem Urlaub so und das Meersalz, wo so, also es macht einfach was mit einem. Das sind nicht nur einfach Düfte und das ist einfach was Besonderes. Und auch so eine Duftlampe, für manche, klar, das hat seinen Preis, aber in der Schatztruhe sind ganz viele Schnäppchen, also da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Und wie gesagt, lebenslange Garantie, ihr habt eine sichere Alternative, wo einfach zur Duftkerze, wo keine giftigen Stoffe sind, wo viele immer Kopfweh kriegen. Und das sind so viele, wo das einfach aufvertragen. Also klar, gibt es ein paar Einzelfälle, wo sagen, ja, okay, paar Düfte gehen jetzt da auch nicht, aber der Rest, die können endlich das wieder benutzen und sagen, das ist so geil, der Mann, wo endlich kein Kopfweh hat oder selber mit Allergien oder was das und auch die Haustiere mit kleinen Kindern, wo Katze, Hund, das alles okay ist, einfach sicher. Das wird mit einer Glühbirne oder einer Heizplatte erwärmt, kommt das Wachs in das Schälchen rein und schon anschalten, Duft genießen, geht schon los und es wird einfach nur schonend erwärmt bis zu 54, 56 Grad. Also es wird schon warm oder so gut heiß, warm, aber es ist nicht so, dass man sich verbrennen kann. Und dann hat man einfach schöne Deko da stehen, wo schön leuchtet und toll duftet. Und ja, also schönen Duft für zu Hause, kann man einfach abschalten. Das ist einfach ein Wohlfühlort zum Abschalten, zum Runterkommen. Der Besuch, der kommt oder zu Hause, jeder freut sich schon, Luca macht schon an, meine Mama macht schon an. Weil es einfach ein schönes Gefühl ist, ein Zuhausegefühl. Und ja, voll schön. Wenn du das auch haben willst, test unbedingt aus. Schatztruhe ist ein Mega-Schnäppchen. Ihr könnt es von mir einfach kostenlos austesten für eine Woche. Ich kann euch eine Duftpost schicken, die ihr behalten könnt. Ich sage, die will einfach nur Düfte schnuppern, will mal durch den Katalog durchstöbern. Und ja, lasst euch einen Shopping-Link anlegen, bevor ihr bestellt. Dann habt ihr einfach noch mehr davon. Und dann könnt ihr in der Schatztruhe Schnäppchen jagen oder bei den Kombinier- und Sparangeboten. Da gibt es dann immer eine Lampe mit drei Düften. Da spart ihr euch 4,50. Oder ihr nehmt ein doppeltes Set oder teilt euch das mit jemandem und nehmt zwei Duftlampen mit sechs Düften. Und da spart ihr ganze 14 Euro. Voll cool. Also da gibt es auch reguläre Sparangebote, wenn ihr sagt, ich will eine neue Lampe aus dem Katalog haben, die gibt es ja nicht in der Schatztruhe, Schnäppchen, dann nimmt ihr da auf alle Fälle das Sparset. Genau, und wenn ihr nur Duftnachschub braucht, Wachs oder Pots, gibt es 3er und 6er Sparset. Ich empfehle immer 6er, weil beim 3er spart ihr euch einen Euro. Da tut es euch lieber zu zweit zusammen oder alleine, weil es gibt so viele Düfte, da will man im Sommer, könnte ich alles. Das sind so viele Düfte, da brauche ich so viele 6er Sparsets, weil ich gesagt habe, das sind so viele Düfte. Also im Herbst, Winter, da ist ein bisschen weniger. Aber im Sommer, habe ich gesagt, da könnte ich fast alles bestellen. Ich bin aber auch der Frühlings-Sommer-Duft, wo frische Düfte, Sommer, fruchtig, spritzig. Und da gibt es eben 6er Sparangebote. Ich würde immer die 6er nehmen, weil ihr kriegt dann eins umsonst. Ihr kauft 5 Stück. Und der sechste gibt es gratis. Also bei der Bar spart ihr euch 8,50, bei denen spart ihr euch 14,25. Und das finde ich viel mehr als wie nur ein Euro. Also klar, bevor ihr jetzt nichts habt, dann den Euro. Aber dann würde ich mich lieber nur mit jemandem zusammentun und sagen, hey Nachbarin oder Schwester oder Mama oder irgendjemand. Oder nur für mich und sagen, hey, egal, wenn ich welche bestelle oder ich warte noch mit bestellen, Hauptsache, ich habe dann 8,50 € gespart oder 14,25 € anstatt nur diesen Euro. Also da bin ich zu sehr Sparfuchs. Aber ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt, wie ihr wollt. Genau, aber nur so als Tipp, dass ihr das wisst. Wenn ihr euch da nicht zurechtfindet, sagt mir Bescheid, was euch interessiert. Ich schicke euch den direkten Link zu den Sparangeboten, direkten Link zu den Duftlampen. Oder ihr stöbert bei der Homepage einfach mal durch. Auf der Startseite gibt es auch immer die ganzen Neuheiten, immer limitierte Sachen. Also da könnt ihr es so machen, so wie es für euch gut anfühlt, wie ihr Lust habt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, traut euch, schreibt mich einfach an, ich weiß nicht. Und ja, wünsche euch eine schöne, wunderschöne Woche und ja, ganz viel positive Energie, liebe Herzensmenschen um euch rum und ja, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet. Bis dann, tschüssi!